Und da sind wir wieder bei einem weiteren Teil von, ja, tatsächlich, es ist Risen 2. Ich weiß, das Spiel ist bei mir nicht ganz so gut angekommen und ich habe auch jetzt eine lange Pause gemacht. Aber es ist so, dass ich richtig Bock auf das Spiel wieder bekommen habe und deshalb sind wir jetzt hier. Es ist schön, wenn ihr mir zuguckt und wenn ihr genauso drauf Lust habt wie ich. Ich werde es auf jeden Fall weiter durchziehen, egal ob das Projekt jetzt gut läuft oder nicht. Ich muss nur noch ein bisschen was einstellen hier. Was haben wir denn hier? So, fortsetzen. Ja, weiter geht's. Ich habe euch gegenüber, glaube ich, keinen Vorteil, eher noch einen Nachteil, weil ich habe mir die Folgen nicht angeschaut, die wir hier vorgemacht haben und deshalb habe ich nicht so wirklich einen Plan, was wir als letztes gemacht haben. Deshalb schaue ich mir einfach mal hier im Logbuch an, was wir denn gemacht haben. Und ich denke, für die Leute, die auf dem Stand sind, auf dem ich auch bin, ist es gar nicht mal schlecht. Okay, wir haben legendäre Gegenstände. Den Handspiegel soll ich in der Taverne von Takarigua finden. Das soll wohl ein legendärer Gegenstand sein, wofür auch immer der dann ist. Die Kleidung eines Piraten. Okay. Termitenplage auf Takarigua, da sind wir ja gerade. Jack hat eine Termitenplage. Ich soll alle Termiten töten, damit er wieder Ruhe hat. Okay, da haben wir schon ein paar gemacht. Ja, das ist gut. Buß will, dass ich zur Inquisition gehe und einen Deal aushandle. Ach genau, da gab es ja was mit Zuckerrohr oder Zucker und Rum und sowas, genau. Titanenwaffe, okay. Die Piraten sollen eine Waffe gegen den Kraken haben. Ich muss die Waffe haben, diese Waffe. Captain Stahlbald soll wieder aufgetaucht sein und mehr über die Waffe wissen. Das scheint unsere Hauptquest zu sein. Den Stahlbald sollten wir finden. Die Zuckerrohrlieferung haben wir noch nicht erledigt. Wasserträger arbeiten nicht. Curtis weiß mehr darüber. Okay. Beaks verschwindet nachts. Ich soll ihr mal folgen. Boos wird mir sagen, wenn es Zeit wird. Okay, dann genau, das war noch was mit einem Schatz von Pete. Pete ist losgezogen, um in einer Schlucht einen Schatz zu vergraben. Wenn ich ihn suche, finde ich vielleicht heraus, wo der Schatz ist. Gut. Um wieder reinzukommen, werde ich jetzt einfach mal eine Quest anfangen, und zwar die Termitenplage. Wo wir da hin müssen, wissen wir jetzt noch gar nicht, oder? Ach doch, hier unten. Ah, okay. Kann man hier auch zoomen? Nee, Moment. Kann man hier nicht zoomen? Kann man doch, oder nicht? Nee, kann man anscheinend nicht. Gut, dann müssen wir hier irgendwie durch. Termitenkrieger und Jack. Okay. Gehen wir mal hin. Versuchen wir mal da hinzukommen. Und ich muss erstmal sowieso generell ins Spiel wieder reinkommen. Was ist da vorne jetzt? Sind das waren so... Ach nee, das ist ein Wildschwein. Nee, das sind... Auf jeden Fall irgendwelche böse, gesinnten Viecher. Wie war das nochmal? Ich werde die mal angreifen. Ein Warzenschwein. Ah, genau. Doppelt in eine Richtung war ausweichen. Muss ich gegen schießen? Ich glaube nicht, oder? Aber wir haben nur noch zwei Schuss. Das ist nicht gerade gut. Ah, mit Patty. Oh, Entschuldigung. Sorry, Patty. Die Grafik ist richtig gut. Schaut euch mal diese schöne Schnauze des Tieres an. Ein bisschen laut ist das. Oh, Patty, das ist aber erledigt. Da haut sich gleich mal was rein. Kann man die Grafik noch ein bisschen höher stellen? Hier sowieso nicht. Wenn, dann bei Grafik. Ultra, Ultra. Texturqualität geht nicht höher. Nee, ist alles an to the max. Warzenschwein, was hast du denn so dabei? Rohes Fleisch. Jo, jo, nehmen wir alles mit. Es ist doch wie immer, alles mitnehmen. Wir brauchen dringend Kugeln für unsere Waffe. Was liegt denn hier? Ach so, genau, ja, genau. Das sind die guten alten Sachen hier, die man bei den Risen-Teilen mitnehmen kann. Die Pflanzen... Und was ist da vorne? Kann man... Ne, zoomen kann man nicht. Aber da vorne ist auch irgendwas. Das ist ja sowieso so. Man läuft rum und sieht was. Ach, da will ich hin. Und hier will ich auch noch hin. Und lass mich da auch noch mal eben gucken. Und überhaupt. Sind die hinter uns her? Nein. Was ist denn hier überhaupt? Was ist denn das? Das ist so ein riesiges Viech. Das scheint jemand geschlachtet zu haben und auch gebraten zu haben. So ein kleines Lager hier.
Verschlossene vom Kiste. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, vom Schlösserknacken versteht unser Held noch nichts. Das werden wir versuchen zu ändern. Proviant und eine Kerle, ja. Patty, wie geht's denn dir? Na, Patty, wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Ich muss dir jetzt nicht sagen, wie toll du bist, oder? Hm. Okay, doch, Finn. Du bist toll. Und jetzt beweg dich. Yeah, wir sind toll. Patty sagt, wir sind toll. Komm, wir machen noch ein paar Schweine platt. Kleine Schwatt. Zack, 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 zack. Oh, Moment, ausweichen, das wäre nicht schlecht. Eieiei. Oh, die machen aber auch ganz schön Schaden. Ich glaube, ich sollte mal so ein Proviantchen hier essen. Hey, hey, hallo, ausweichen. Oh, verdammt. Das war nicht geplant. Glaubt ihr mir eh nicht, wohl? Gut, letzten Spielstand laden. Auto speichern. Ja, ich bin noch nicht ganz wieder drin, das ist richtig. Aber was will man machen, ne? Was will man machen? Mit der Fähigkeit Schmied kannst du an einer Schmiede klingen. Ach, da sind wir ja schon. Okay. Wir brauchen dringend Kugeln. Was sagt denn unser Inventar? Was haben wir denn da so dabei Benutzbares? Hm. Naja. Würgeranke, das ist alles, was man so essen kann. Ausrüstung. Ein Amulett, einfacher. Ah, okay. Ritual plus 5, was auch immer Ritual bringt. Wir könnten auch mal ein paar Schuhe gebrauchen. Ich wollte gerade sagen, ein paar Füße, aber Füße haben wir. Wir haben noch keine Schuhe dafür. Ach ja. Mensch, da habe ich mir die Collector's Edition von Risen 2 geholt und nur so wenig gespielt. Das ist, wenn man zu viel auf einmal macht, dann vergisst man so wichtige Sachen wie Risen 2. Und es ist ehrlich gesagt, finde ich es auch sehr schade, dass es bei mir nicht so gut lief. Kann natürlich auch daran liegen, dass Gronkh das auch spielt, ist klar. Der macht das natürlich ein bisschen besser als ich, aber ich meine, warum liegt denn hier ein Todesschwein? Ich meine, man kann sich das doch auch bei mehreren Let's Playern angucken. Und wenn ihr mich mögt, dann fände ich das wunderbar. Wenn ihr mir auch bei diesem Spiel treu bleiben würdet. Denn Risen 2 ist wirklich, wirklich toll. Und hier habe ich auch einfach mal die Chance, ein bisschen von der Seele zu quatschen. Während wir hier so rumlaufen. Und der Krallenaffe kriegt jetzt auf den Sack von uns. Oh, das war aber... Eieiei, das war knapp. Oh, danke, Patty. Die teilt richtig gut aus, glaube ich. Ich wüsste nur gern mal... ab und zu, wie es um ihre Gesundheit bestellt ist. Danke, danke, Patty. Nicht schlecht, ach so. Ach so, können wir ja gucken. Ja. So einfach geht das. Nein, da wollen wir nicht runterfallen. Oder wollen wir da doch runterfallen? Ich schaue nochmal auf die Map. Da müssen wir hin. Das heißt jetzt nach links und dann über den Fluss rüber. Kann man hier wohl runter, ohne sich allzu sehr... Patty macht das bestimmt nicht mit, oder? Doch, tatsächlich, die läuft einfach runter, Mensch, hier. Die macht Parcours bestimmt. Ich hau mir mal Proviant rein, wir haben ja zum Glück genug. Ja, ich will doch gar nichts von euch. Über den Fluss drüber, ne? Da vorne bei der Brücke war das. Was ich eigentlich gerade sage. Oh, Selten dämlich. Cool. Ja, Patty, was machst du jetzt? Du gehst einfach weg, woll? Ja, scheiße. Ich sollte auch aufpassen, wenn da Leertaste steht. Gut, ich setze zum dritten Mal an. Was ich sagen wollte ist, häufiges Speichern ist sinnvoll. Und außerdem, dass ich hier auch einfach mal aus dem Nähkästchen erzählen kann. Und jetzt sind wir hier schon wieder. Oh, Patty, hätte mich auch mal warnen können. Nicht unbedingt immer an der Story dranbleiben und vorlesen, wie das jetzt bei Schleichfahrt ist. Hier kann ich auch einfach mal erzählen. Warum ich übrigens Lust bekommen habe auf Risen 2. Wieder Lust bekommen habe. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit Lust, nur nicht so viel Zeit. Und jetzt habe ich das einfach mal wieder in der Priorität nach vorne geholt. Ja genau, das Warzenschwein hier nehmen wir uns noch mit. Weil ich zurzeit ja auch an meinem Vordiplom arbeite. Ich weiß nicht, manche wissen es von euch vielleicht schon. Und ich selbst erstelle da auch so ein ganz, ganz rudimentäres Rollenspiel. Man spielt auf jeden Fall einen Charakter. Das ist ja schon mal die erste Voraussetzung für ein Rollenspiel. Der auch in so einer Waldumgebung unterwegs ist. Es ist übrigens
kein Mensch. Und dann habe ich mir gedacht, boah, jetzt hast du da so viel dran rumgemacht, jetzt hast du auch mal wieder Bock, selber sowas zu zocken. Und ja. Jetzt machen wir diese Qualen Affen kaputt hier und das kriegst du auch nochmal mit dem Schwert und links und rechts und in die Gegend gestochen. So, und jetzt gehen wir hier runter und ich wusste gar nicht, dass es diese Fallen hier gibt. Und jetzt wissen wir es. Vielleicht doch nicht. Da haben wir ganz schön viel Gesundheit verloren. Vielleicht finden wir was Besseres hier. Vielleicht können wir irgendwo... Genau, hier sieht es doch schon schöner aus. Guck mal da. Zack. Und guck mal da. Zack. Die Kamera zoomt dann aber auch immer so ein bisschen weg, wenn der... Jetzt wollen wir mal hier rüber und Leertaste rücken. Pass auf. Na? Leertaste, Leertaste. Haha. Sehr gut. Na, Patty, das... Ja, da sagst du jetzt nichts. Aber gerade als ich gestorben bin, sagst du, denken die nicht. Hättest du jetzt mal sagen können, boah, bist du ein agiler Hecht. Ah, wir gehen aber auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ach, das Rauschen des Wasserfalls, da mache ich doch nochmal einen Tacken lauter. Ist einfach schön hier. So, hier war der Turm von Jack, daran erinnere ich mich noch. Jack, der Leuchtturmwächter. Der hieß, glaube ich, bisher in allen Teilen Jack. Wenn irgendwo ein Leuchtturm war und das Spiel von Piranha Bytes war, war der Typ, der da drin ist, Jack. Ja, und hier ist es auch wieder so. Die Kisten haben wir, glaube ich, schon alle geplündert. Wir sind jetzt eigentlich genau da. Was kann... Mit ihm reden kann ich nicht, oder? Ah doch, ich komme von Boos. Ich komme von Boos. Er wartet auf die Zuckerlieferung. Tja, damit kann ich leider nicht dienen. Es ist nicht meine Schuld, dass sie weg ist. Ja, ich denke auch, die Termiten sind daran schuld. Aber ich glaube ihm einfach mal, dass er nicht daran schuld ist. Wie lautet denn nochmal der Questtext? Termiten. Jack hat eine Termitenplage. Ich soll alle Termiten töten. Die Nester der Termiten finde ich unten am Strand. Okay. Ach, war das das Gespräch, wo er meinte, ja, folge den... einfach in die Höhle rein und dann wirst du schon sehen, wo sie ihr Lager haben. Oder irgendwie sowas war das doch. Das da vorne ist auf jeden Fall keine Termite, das ist ein Schwein. Ja, ist gut, du kannst schön grunzen, ich weiß. Genau, und hier am Strand, die Kleinen haben wir schon alle platt gemacht. Und jetzt ging es Richtung Höhle, aber wo war die? Irgendwo hier, oder nicht? Ich muss mich mal gerade hinsetzen. Ach so. So ist das doch schon besser. Na, Moment, jetzt hört ihr mich gerade ein bisschen schlecht. Hallo, hallo? Könnt ihr mich hören? Ich denke, ja. Da ist doch schon so ein Termitenviech. Ich speichere. Wie war der Hotkey dafür? Der Hotkey für Speichern. Schnell speichern, F5. So. Ja genau, Captain Patty, kümmere dich mal um den. Termitenkrieger, oh je. Na, was ist denn hier los? Kann ich bei dem keinen Schaden machen? Wo haut denn der hin? Komm, ausweichen. Jetzt, Patty, komm, mit der Pistole. Ich lock ihn an. So machen die Profis das. Ha. Uiuiuiui. Die haben es aber ganz schön drauf. Wir könnten eine bessere Waffe gebrauchen. Da kommt schon der nächste. Ach nee, das ist nur eine normale Termite. Ah, hier, dafür habe ich doch was. Wir müssen nur dranbleiben. Dranbleiben. Oh, ja. Oder durch mich durchschießen soll, Patty. Niemand deckt sich mit der Tochter von Stahlbart an. Nein, ich doch. Ist ein bisschen dunkel hier, wohl. Ich mach mal eine Fackeli an. Oh, da kommt schon der nächste. Termitkrieger. Verdammt. Einfach drauf. Komm, Patty, hilf mir. Man muss ja so einen gewissen Fluss einhalten beim Kämpfen. Eieiei. Und dann wird der unterbrochen. Einfach mal eben so. Ha. Ach ja, blocken war mit rechter Maustaste, ne? Ja, genau.
Ein Zuckersack. Mensch, die müssen wir auch sammeln. Eine bessere Waffe wäre wirklich mal nicht schlecht. Ja, Gold, klar, nehmen wir alles mit. Springen konnte man auch, genau. Der Patty scheint es auch immer gut zu gehen irgendwie, ne? Die nimmt auch keinen Schaden. Die könnte eigentlich mal vorgehen. Hier kommt bestimmt bald die Termitenkönigin. Wenn wir weiter so reingehen hier. Ich höre sie doch schon. Irgendwo ist hier doch wieder eins. Da. Krieger. Oh ne. Patty, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ah, geblockt. Komm, komm, lass mich dich treffen. Ha. Jetzt nochmal zweimal. Zack. Termitenplage. Haben wir sie schon alle erledigt? Ein Amulett? Was kann das denn? Ein Amulett. Ausrüstung. Glücksbringer. Kugelsicher plus 5. Ja, nehmen wir mit. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, was Ritual ist. Kugelsicher sagt mir schon eher was. Obwohl wir eigentlich gegen Gegner kämpfen, die auf uns schießen. Jedenfalls noch nicht. Oh, wo sind wir denn hier? Haben das alles die Termiten hier reingeschleppt? Das glaube ich ja fast gar nicht. Ich meine, so einen dicken Anker oder mal eben so eine Kanone. Schleppen die doch nicht einfach so mit. Ich speichere nochmal lieber. Oder nee, Moment, wir sind hier jetzt einmal rum, oder? Ach nee, Quatsch, nicht reisen. Ich glaube, wir sind einmal rum. Haben aber noch nicht alle Zuckersäcke. Das heißt, wir müssen nochmal rum. Haben wir irgendwas übersehen? Ach, und ich finde es gerade richtig schön, nochmal Risen zu spielen. Es macht gerade richtig Spaß. Mit der guten Patty, die uns den Arsch permanent raushaut. Die uns den Arsch permanent rettet. Die wir vorschicken können, wenn es zu schwer wird. Was ist eigentlich, wenn die mal stirbt? Ist dann das Spiel auch rum? Ich schätze mal ja, oder? Sag nicht, da hinten ist noch ein Zuckersack drauf. Dann sterbe ich doch wieder, wenn wir beim Rüberspringen. Ja, aber ganz ehrlich, hier sind auch keine mehr. Jungs. Jungs und Mädels. Huch, was war das denn? Eine Kanone könnte ich. Kann ich die wohl in mein Inventar? Nee, so groß sind meine Taschen dann doch nicht. Ah! Noch einer. Ja, guck mal. Da sind ja doch noch welche. Da war doch noch was. Ja, unsere Fackel, toll. Komm, der eine Zuckersack, der muss hier doch noch irgendwo rumliegen. Wir können doch nicht dreimal weglaufen hier. Kann man die... Ja, genau, ich wollte die hier lassen. Wie sieht das denn aus mit den Zuckersäcken? Ja gut, das legendäre Gegenstände sind das jetzt nicht. Da, die Termiten haben sich die Zuckerlieferung für die Piraten geschnackt. Der Zucker wird zu Jacks Smuggelhaltung gebracht. Jack sollte wissen, was mit der Lieferung ist. Ja, es ist, hey. Also muss der doch noch irgendwo da drin sein. Und ich schätze mal, Jack hat mir dann auch erzählt, ja, die Zuckersäcke, die halt Termiten, haben die geklaut und hier in die Höhle gebracht. Und mein schöner Zucker, ich wollte mir doch einen Kaffee machen. Und das kann ich jetzt nicht, wenn ich keinen Zucker habe. Und ohne Zucker ist mir der zu bitter. Oder auch einfach fürs Rumbrauen. Herumbrauen. Der braut's da. Haha, sehr schön. Der braut so vor sich herum. Kein Rum, der braut einfach mal herum. Herum die Bumm. Speichern. Häufiges Speichern ist sinnvoll, haben wir jetzt gelernt. Na gut, dann können wir nochmal zu Jack gehen.